Servus Pyrrhus, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch im Test ein, ja, good old Klassiker, kann man schon was sagen. Wobei ich die jetzt von Xplode, glaube ich, noch nie hatte. Römische Lichter von Xplode. Es ist ein Klassiker an sich, römische Lichter. Ein schöner Effekt, finde ich persönlich, für den, ja, Einläuten des Silvesterabends. Finde ich das immer ganz angenehm. Ich mag auch dieses beruhigende Geräusch, wenn dann so ein Röhli rausploppt. Finde ich echt cool. 20 Schuss hat hier ein Röhli. Insgesamt 3 Stück sind hier drin. NEM liegt bei 20,1 Gramm. Wir gucken mal, was uns erwartet. So sieht das Ding dann aus. Finde ich tatsächlich cool, dass das mal relativ lange Röhlis sind, weil es gibt ja mittlerweile auch so diese kleinen, da kommt ja fast nichts mehr raus, mit 8 Schuss oder so. Hier immerhin 20 Schuss. Ich glaube, da wird auch ein bisschen was rauskommen. Ich bin einfach jetzt mal optimistisch und sage, die werden hoffentlich gut werden. Und ja, mal gucken, ob wir alle machen. Schaue ich mal, je nachdem wie gut sie sind. Vielleicht können wir sonst auch sparen. Wir gucken mal. Auf geht's, viel Spaß beim Test. Römisches Licht von Xplode. 20 Schuss jeweils. Wir gucken mal. 3 Stück sind drin, wir zünden alle 3 weg. Der Reihe nach, hätte ich gesagt. Macht Laune. So, komm, wir machen die nächsten beiden einfach gleichzeitig. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall Standard-Röhlis, aber doch eigentlich sogar ganz gute Qualität. Hat mir echt gut gefallen. Schöne, relativ konstante Schussfolge. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut, Pyrrhus.